Hallo und willkommen zurück zu Assassin's Creed. Unity im Singleplayer. Genau, und er ist trotzdem da. Sequenz 7, Erinnerung 2. Bin mir nicht ganz sicher, ob du damit recht hast, aber gut. Doch, ich kann mich doch nicht dran erinnern, deswegen habe ich ein Wiki offen. Ach so, ja, so geht's natürlich auch. Ich kann dir auch sagen, du musst Objekte über und unterqueren. Später. Okay, gut zu wissen. Okay, das ist ein mysteriöser Mordfall, der nimmt. Oh mein Gott, warum ist die Waffe so teuer? Okay, gut, dann gehe ich jetzt in die Reihe an Waffen und verbessere die Waffe. Ach scheiße, ich habe Heckverbessern gemacht. Ich bin jetzt blöd. Na warte, ich ändere noch meine Farbe. Übrigens, der erste Teil in der nächsten Mission ist das erste und vermutlich einzige Mal, dass du in der Hauptstory was machen musst, was man in diesen mysteriösen Mordfällen machen muss. Nämlich Tatortuntersuchung. Ist voll interessant. Na, schauen wir mal, ob ich jetzt wieder auf 150 komme. Erstmal wollte ich mir zu meiner grünen Truhe gehen, die aber anscheinend noch nicht gefüllt wurde. Nein. Jetzt habe ich echt aus Versehen V gedrückt. Warum haut denn das Spiel da nicht nochmal eine kurze Warnung rein? Ich hoffe, ich habe Ende genug, um mir trotzdem noch alles zu kaufen, was ich will. Ich weiß ja nicht, ob ich jetzt noch Helix Credits irgendwann kriege oder so. Kriegst du. Okay. Genug, um alles zu kaufen oder nicht? Ich vermute es. Ich habe jetzt 170. Jetzt bräuchte ich quasi noch 80. Ich habe letztes Mal weiß ja, welches falsche Ding ausgegeben. So. Und ja, du hattest recht mit der Sequenz. Okay, eh. Ah, okay. Ich kann einfach gehen. Nach oben. Da wird gesprochen. Deswegen habe ich mir jetzt auch gleich ein Zeitsparerpaket gekauft. Dann ist die Chance geringer, dass ich was fürs Falsche ausgebe, weil ich habe weniger. Verstehst du? Elise? Monsieur Mirabeau? Okay. Mal sehen, was jetzt passiert. Elise? Elise? Was soll das? Ich habe ihn so gefunden. Ich war's nicht. Natürlich nicht. Aber ich muss umgehend den Rat informieren. Sie können helfen. Nein! Die trauen mir ja eh nicht. Sie würden mich verdächtigen, und zwar sofort. Du hast recht. Natürlich hast du recht. Und was tun wir dann? Wir finden raus, was passiert ist. Okay. Jetzt müssen wir einen auf Sherlock Holmes machen. Genau. Der Raum war in der Cutscene viel heller, als er jetzt ist. Okay, untersuchen wir mal die Leiche. Der Arme. Weißt du, das ist nicht unser Anführer? Ja, Mirabeau. Ach, Mensch. Aha. Was ist das? Wir haben die Mordwaffe gefunden. Die Waffe, durch die dein Vater starb. Das ist ein Templer-Rangabzeichen. Wie kommt das hierher? Es erzählt Lügen. Erstmal einstecken, ist meins. Gut, schauen wir mal, ob unser Adlerauge uns sagen kann, was wir noch so machen müssen. Hier ist ein Schrank. Oh, da fällt gleich was raus. Vergiftet. Lass mich mal sehen. Akonit. Schwer nachzuweisen, wenn man nicht weiß, wonach man sucht. Beliebt bei den Templern, ja? Bei jedem, der mit einem Mord davonkommen will. Aber ja. Okay, gut zu wissen.
Warte, was? Beschuldigen? Warte, was? Meine Aufgabe ist es, sie zu beschuldigen? Tu es nicht. Nicht, okay. Gut, dass ich dabei bin, dann kann ich es dir erklären. Ah, hier ist noch ein Buch. Aber ja, okay, erklär mal. Wenn du diese mysteriösen Mordfälle machst, wirst du schnell feststellen, du kannst im Endeffekt jeden, mit dem du reden kannst, beschuldigen. Auch wenn du noch gar nicht alle Informationen hast und gar nicht weißt, ob es der richtige ist. Also ich habe es nicht gemacht, aber ich kann mir vorstellen, nachdem ich das gerade bei einer Nebenmission gemacht habe, dass sie wahrscheinlich sehr beleidigt sein wird und du danach weitermachen musst mit der normalen Mission. Ich glaube nicht, dass das ein Game Over bedeutet. Weißt du, was ich gerade sehe? Ich kann hier noch viel mehr untersuchen, muss aber nur noch einen Gegenstand untersuchen. Kann ich die anderen Sachen dann auch noch untersuchen oder ist es dann Ende? Kann mich nicht erinnern, wie viel das war, aber ich denke, das geht schon noch. Okay, ich untersuche mal den Papierflieger am Boden oder was auch immer das ist. Ein Taschentuch. Ach, Taschentuch ist das. Anscheinend von einer Dame. Also, dann ist nur die Hälfte der Adligen von Paris verdächtig. Hm? Vielleicht erkennen die Bediensteten es wieder. Ah ja. Ach, immer noch 2 von 3. Das heißt, das war gar kein wichtiges Objekt, oder wie? Ach, da unten ist auch jemand, mit dem ich sprechen kann. Okay, ich untersuche den jetzt noch. Die Tür. Die Tür wurde nicht aufgebrochen. Also wurde der Mörder erwartet. Ein Gast vielleicht? Oder ein Diener? Okay, dann würde ich jetzt gerne noch dieses Buch mir anschauen. Sieht aus, als hätte er Besuch erwartet. Wen? Meister Kemar. Meister Kemar war der Besucher. War er auch der Mörder? Mit Meister Kemar sprechen. Ah ja, anscheinend hat das auch das richtige Ziel. Jetzt kann ich mit dem Typen, der unter mir war, nicht mehr sprechen. Ich kann aber sie immer noch beschuldigen. Und das Bett leuchtet noch, also in dem Grund, aber ich konnte es nicht anklicken. Aber okay, gut, dann laufen wir jetzt wohl zu Meister Kemar. Oder Meister Kebab. Erstmal eine Runde aufs Dach klettern. Aber du musst doch in den Keller runter. Was? Weiß ich doch nicht, wo der ist. Der ist auf jeden Fall nicht in dem Haus, in dem ich bin. Der ist im Orden unten. Wo sonst? Oh, warte, was? Das ist einer von unseren Leuten? Ja, Meister Kemar. Raus hier, aber sofort! Du. Jetzt habe ich erstmal Verbrecher getötet. Vielleicht bin ich da gerade auch voll falsch unterwegs, aber ich bilde mal ein. Naja, es ist genau auf unser Ordenssymbol. Also anschauen. Was? Ernsthaft? War der das wirklich? Was? Nein, du musst nur mit ihm reden. Ach so, okay, gut. Glaubst du ernsthaft, ein Assassine tötet seinen eigenen Großmeister? Aber wer weiß? Die Templer haben ja auch ein bisschen Intrigen untereinander. Ja, also. Wie geht's? Uff. Ja, okay, hast recht. Wenn Germar jetzt der neue Templer-Großmeister ist, er hat ja den Alten umbringen lassen. Gut, dann reden wir mal mit ihm. Servus, Mister. Monsieur Dorian, was kann ich für euch tun? Mirabeau ist tot. Tot? Ermordet. Ich wusste, dieser Waffenstillstand endet nicht gut. Ich muss den Rest des Rates einberufen, um das zu besprechen. Elise hatte nichts damit zu tun. Dafür bürge ich mit meinem Leben. Bitte, gebt mir etwas mehr Zeit. Ich finde den Mörder. Also gut. Ich gebe euch Zeit bis morgen früh. Nicht später. Bis morgen früh. Mirabeau wurde vergiftet. Mit Akonit. Vergiftet? Muss ich betonen, dass dieses spezielle Mittel der Favorit der Templer ist? Müsst ihr nicht. Wo könnte man Akonit in so hoher Konzentration bekommen? Jeder Arzt kann es in verdünnter Form verschreiben. Ich nehme selbst eine Akonit-Tinktur für mein Herz. Es ist natürlich streng reglementiert, aber ich kenne einen Apotheker in Le Marais, der gern über solche gesetzliche Kleinigkeiten hinwegsieht. Ah, ja. Danke. Gesetzliche Kleinigkeiten, alles klar.
gekauft, aber Gift. Beschuldigen. Auf zum Apotheker. Alles in Ordnung, mein Freund? Ja, alles gut, wie auch immer du eigentlich bist. Warte mal, wieso soll ich bei ihm kaufen, wenn ich auch einfach Y drücken kann? Kann immer noch bei ihm kaufen. Wahrscheinlich, weil ich auch noch irgendwas anderes verschossen habe. So. Aber dass man einfach jeden beschuldigen kann. Ja. Das könnt ihr euch bei einem anderen Let's Player anschauen. Ich mache das Spiel richtig. Beschuldigen. Nein, ich gehe da nicht wieder runter. Entschuldige den Arzt. Der war's. So. Auf den Weg zum Apotheker. Über die Brücke. Der Arsenalbezirk. Das ist ein komischer Name für einen Bezirk. Ich dachte, du könntest Hilfe kriegen. Ich denke, einen Apotheker schaffe ich wohl noch. Ach, er liest jetzt auch. Bonsoir. Ich frage mich, ob ihr... Nicht schon wieder. Gut gemacht. Wartet. Verdammt, kommt wieder zurück. Langsamer. Wartet. Wie der einfach abhaut. Jetzt, jetzt haben wir wieder die Hinterherlaufspiele. Ja. Lass mich in Frieden. Achte auf die... Sachen zum Überqueren. Verwende Aufzüge. Ach so, okay. Ich habe nur ein paar Fragen. Ah nein, ich werde desinkt. Ich bin zu langsam. Mein Charakter springt. Hallo? Mein Gott, Alter. Jetzt bin ich aber sehr hängen geblieben. Langsamer! Wartet! Ich muss noch was unterqueren. Ah, ich unterquere das Fenster hier. So, und jetzt muss ich noch irgendwo einen Aufzug finden, den ich nehmen kann. Die leuchten, wenn du V drückst, weiß. Ah, hier. Ich habe nur ein paar Fragen. Ich würde dir gerne die Scheiße aus dem Leib prügeln. Ah, Hilfe, jetzt bin ich schon 40 Meter weg. Nein! Nur weil ich den Aufzug genommen habe. Weil das jetzt in dem Fall jetzt nicht wirklich schneller war, aber ich wollte ihn, ich musste ihn ja nehmen. So. Jetzt werden wir hier einfach rammen, wo hier die ganzen Leute sind. Und spring! Erwischt. Hier drüben. Oh, bitte! Ich habe es keinem erzählt. Genau wie ihr wolltet. Wovon redet ihr denn da? Ihr gehört doch zu diesem anderen, oder? Dem mit der Kapuze. Erzählt mir von diesem anderen. Wer ist er? Ich weiß es nicht. Ich sah nie sein Gesicht. Ja! Er drohte mich zu töten, wenn ich ihm das Gift nicht gebe. Ich stellte keine Fragen. Ja! Ich habe nur eine kleine Menge auf Lager. Er hat alles genommen und mir gesagt, wo die zweite Dosis hin soll. Zweite Dosis? Hier!
Mehr weiß ich nicht. Ich schwöre es. Verschwindet. Seht es als wunderbare Geschichte, um einst eure Enkel zu erschrecken. Nun? Du hattest recht. Er gab unserem mysteriösen Mörder das Gift. Und er sagte, der Mörder trug eine Kutte. Genau wie ich. Tja, in jeder Geschichte gibt es Licht und Schatten. Wenn wir von innen verraten wurden... Erklärt das, warum man es mir anhängen wollte. Hier, dorthin lieferte der Apotheker seine Waren. Worauf warten wir noch? Okay, das klingt ja interessant. Es kommt einem gerade so rüber, wie als wenn wir von innen angegriffen wurden. Das heißt, von einem anderen Assassinen. Ist die Frage, ob das so stimmt. Wo ist meine Map? Ah, na also. Oder ich schlitz dich auf, heilige Mutter. Es wird auf jeden Fall ein cooler Kampf. Okay. Wo muss ich denn jetzt hin? Wo ist mein Webmarker? 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 Es müsste von Akira sein, glaube ich. Du weißt nicht zufällig, in welchem Distrikt. Nee, drück F1, dass du nur Missionen siehst. Bin ich blind? Ah, da. Ist aber... Okay. Ja, ich bin. Ja, ich bin blind. Das gleiche Problem hatte ich nämlich mit Kapitel 11, glaube ich. Oder nee, 10. Ich habe den Punkt nicht gefunden. Schnellreisen kosten aber kein Geld, oder? Nee. Keine Ahnung, mein Geld hat gerade irgendwie geblinkt. Das hat mich ein bisschen gewundert. So, klettern wir mal über die Dächer. Da unten ist unser Ziel. Warte, was? Belohnung? 3 Skillpunkte und 1 Fragezeichen. Was? Was bekomme ich von dieser Quest? Nichts Besonderes. Ja, aber warum ist da ein Fragezeichen? Was ist das denn? Es wäre ein Spoiler, wenn ich es dir sagen würde. Warte mal, fehlt mir noch irgendwas in meinem Waffenrad? Ah ja. Okay, dann wird das wahrscheinlich das sein. Okay, dann starten wir diese Sequenz. An der Ort. Was hoffst du hier zu finden? Der Apotheker sagte, hierhin hätte er sein Gift geliefert. Ich hoffe, ich kann die Fährte aufnehmen und sie dann zu ihrer Quelle zurückverfolgen. Fährte aufnehmen? Bist du jetzt ein Bluthund? Sowas in der Art. Okay. Komm her, Mr. Adlerauge. Oh mein Gott, warum raucht denn das so? Das ist eine gute Nase. Ja, das kommt mir auch so vor. Erstmal die Glocke hier deaktivieren, gibt's Punkte. Wie soll uns das zu Mirabos Mörder führen? Naja, der das abgeholt hat, der hinterlässt eine Spur und der kann man hinterherlaufen. Und der ist ja eigentlich auch der Mörder. Ah. Anscheinend ist er auch ein Assassin-Typ, weil er hochgeklärt ist. Oh, Sequenz. Die Spur endet hier. Bist du sicher? Ganz sicher. Nein. Warte hier. Mach dich nicht lächerlich. Ich lass dich da nicht allein reingehen. Elise. Ich muss das hier allein machen. Bitte. Ich verstehe. Vergiss nicht zurückzukommen.
Das ist wohl irgendwie mein eigener Job. Mhm. Ich habe... Ja. Ich habe unverbrauchte Skillpunkte. Kann ich eigentlich irgendwas skillen? Nein. 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 Okay, dann würde ich sagen, bewerten nicht vergessen. Weiter geht's im nächsten Part. Ciao. Tschüss.